Und auch schon fertig machen bitte Savalia, Savalli, Triebe und Azad Bayazid. Schon fertig machen bitte für den nächsten Kampf. Liebe Fight-Fans, wir haben einen C-Klasse-Kampf vor uns. Osama Galil aus dem Cobra Gym in Hilden trifft auf Patrick Tobak aus dem Glorious Gym in den Niederlanden. Osama Galil hier in der blauen Ecke mit der blauen Shorts. Patrick Tobak in der schwarzen Shorts. Osama Galil hat hier auf jeden Fall den Reichweitenvorteil, ist etwas länger. Muss aber an sich noch nichts heißen hier. Tobak wirkt wie ein kleiner Panzer, hat hier zwei, drei ordentliche Bomben schon rausgeworfen. Verzeihung. Schöner Lowkick hier von Tobak. Schön, die Defense ist von Tobak wirklich am Start bisher. Tobak muss natürlich etwas näher kommen hier. Aber sobald er in seiner Distanz ist, wirft er da ein paar ordentliche Bomben raus. Das war nur ein kleiner Slip hier beim Headkick, das passiert manchmal. Nichts Wildes. Highkick hier gut geblockt von. Oh! Wow! Verzeihung, dass ich laut wurde. Aber dieser Frontkick hier von Osama Galil. Der hat einfach perfekt getroffen. Aus dem Nix, durch die Mitte durch. Und natürlich fängt er auch direkt damit wieder an. Mal sehen, Osama Galil hat hier Blut geschmeckt. Er will das Ganze beenden. 40 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Ich habe komplette Gänsehaut bekommen. 30 noch. Mal sehen, ob Tobak es in die Rundenpause schafft. Dieser Frontkick hat ordentlich gesessen. Jetzt will Galil immer wieder diesen Frontkick auspacken, verständlicherweise. Allgemein gut gemeinter Rat, das ein bisschen abzumixen, ein paar andere Attacken loszuwerden und dann eventuell noch so einzubringen. Weil genau auf den passt natürlich Tobak jetzt auf. Wow. Sehr, sehr schöne erste Runde. Hier sehen wir Patrick Tobak. Ich bin gespannt, wie sehr diese einminütige Rundenpause ihm dazu verhilft, wieder auf 100% zu kommen. Oder ob dies überhaupt möglich ist. Der Frontkick war echt ordentlich. Aber Tobak ist da sehr, sehr gut vorgegangen. Er hat sich kurz die Sekunden genommen, die er hatte. Einmal auf dem Boden kurz durchgeatmet, aufgestanden. War den Rest der Runde eigentlich wieder ganz gut da. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man in solchen Situationen die Ruhe bewahrt. Das halbe Stadion ruft hier den Namen von Osama Galil. Dieser hat natürlich Bock. Hört den Support, weiß, dass er gerade seinen Gegner fast ausgenockt hätte, ordentlich einen Knockdown verpasst hat. Sein Selbstbewusstsein ist gerade wahrscheinlich ordentlich. Aber Patrick Tobak will das Ganze hier zurückholen. Lässt hier zwei, drei harte Hände rausfliegen. Scheint wieder komplett da zu sein. Osama Galil muss hier ein bisschen aufpassen, wie er nach den Kicks seine Hände platziert oder wo er sie platziert, besser gesagt. Und wenn da so zwei, drei wilde Schwinger von Tobak treffen, wo die Hände eigentlich sein müssten, aber nicht da sind, kann es kritisch werden. Aber hätte, würde, könnte, ne? Oh! Der Headkick von Galil hat aber getroffen. Der Headkick von Galil hat getroffen. Tobaks linkes Auge scheint irgendwie angeschwollen zu sein. Vielleicht hat der Frontkick genau dort getroffen. Oh, schöner Haken hier von Tobak. Reingesprungen. Schöner Jab von Galil. Galil sollte ein bisschen mehr seine Distanz halten. Und Tobak nicht reinlaufen lassen. Ist natürlich leichter gesagt als getan, wenn man da so einen Panzer vor sich stehen hat. Galil will immer wieder zu diesem Frontkick zurück, der ihnen in Runde 1 ordentliches Erfolgserlebnis hier beschert hat.
Jumping Front Kick hier, gut geblockt. Spinning Back Kick, geblockt. Spinning Back Fist, leicht verfehlt. Spielt hier ein bisschen hier. Osama Galila fühlt's. Provoziert den Gegner ein bisschen. Natürlich alles Mind Game. Gehört auch irgendwo dazu. Tobak sieht sauer aus. Schöne Hände hier zum Ende der Runde. Schöne zweite Runde. Sehr gut. Tobak wirkt wieder komplett da, aber der eine High Kick hat super getroffen. Haben wir nicht ganz so bemerkt, weil Tobak den Kick gefangen hat. Woraufhin Osama Galila dann runtergefallen ist, aber der High Kick saß. Hier sehen wir ihn, Osama Galil aus dem Cobra Gym in Hilden. 74 Kilogramm. Habe ich am Anfang gar nicht erwähnt. Für 74 Kilogramm kämpfen die beiden. Ziemlich, ziemlich groß für 74 Kilo, meiner Meinung nach. Überspringt die Rundenpause. Ich will den Kampf weitersehen. Und ich denke, ich spreche für jeden in dieser Halle und für jeden, der vor dem Bildschirm zu Hause sitzt. Schade, dass es die letzte Runde ist. Mal sehen, ob wir die 3 Minuten überhaupt noch voll bekommen. Es sind sogar 2, Verzeihung. Die 2 Minuten überhaupt voll bekommen. Kurze Show of Respect. Und dann werden sich wieder Köpfe eingeschlagen. Let's go. Sehr wilde Aktion hier zum Start. Oh, da reagiert Tobak aber ordentlich nach dem Feint von Galil. Da könnte Galil mitarbeiten. 1, 2 Feints rauswerfen und anhand der Oh, schöne Cross hier von Tobak. Hat gut gelandet. Oh, dieser Headkick. Wow. Galil hat's aber heute mit den Headkicks. Sehr, sehr schöne Aktion. Sehr, einfach perfekt getimed hier von Osama Galil. Immer wieder diese Headkicks. In jeder Runde waren 1, 2 vertreten, die Tobak ordentlich durchgeschüttelt haben. Aber Patrick Tobak steht immer noch stramm. Schöne Overhand hier, schöner Legkick. Wir haben noch 55 Sekunden auf der Uhr in der allerletzten Runde. Mal sehen, was Tobak hier auspackt. Liegt höchstwahrscheinlich hinten nach den harten Aktionen. Auf jeden Fall in Runde 1. Runde 1 geht auf jeden Fall Galil nach diesem Knockdown. Schöner Frontkick. Schön. Und bisher sieht Galil auch in dieser Runde. Oh! Ordentliche Cross hier. Guter Frontkick hier von Tobak. Stürmt hier nach vorne. 25 Sekunden auf der Uhr. Noch 25 Sekunden zum Arbeiten. Mal sehen, was die beiden Kämpfer hier noch rausholen können. Zeit. Schöner Kampf. Sehr, sehr schöner Kampf. Würde ich hier nicht kommentieren, wäre ich am Stehen und am Applaudieren. Sehr, sehr gute Performance. Tobak hat hier wirklich 3, 4 harte Headkicks gefressen und war bis zur letzten Sekunde noch ordentlich Druck am Geben. Allein das ist schon wirklich, wirklich bemerkenswert. Aber hier Osama Galil, sehr, sehr schöne Leistung. Die Headkicks haben mir sehr gut gefallen. An den Händen kann man noch ein bisschen was arbeiten, aber die Headkicks waren einfach top getimed. Die Hände von Tobak hingegen waren sehr, sehr schön. Aber ging viel auch auf die Deckung. Mal sehen, wie die Judges diesen Kampf hier gewertet haben. Mein Respekt. Okay. Sieger. Haben auf jeden Fall beide. Osama Galil nimmt den Sieg mit nach Hause ins Cobra Gym. Hilden. Mein Glückwunsch. Sehr, sehr gut. Hier sehen wir Ayub Buttaha, der hat vorher auch noch gekämpft. Hat ja auch einen Sieg mit eingefahren. Schön, schön, schön. Den Sieg geholt durch den Frontkick zum Kopf, den Knockdown. Durch die Headkicks in Runde 2 und 3.
Congratulations, buddy. Martin Noten, blauwe Ecke. Rote Ecke, Justin van der Geest.